Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Weiter geht's. Und ja, letzte Folge sind wir erfolgreich entkommen. Der gute Psychopath Ruff hat uns gedeckt. Und wir haben auf der Flucht mit nur 26% abgeschlossen. Weil wir den unteren Weg gegangen sind tatsächlich. Der obere wäre mit mehr Action gewesen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Beim zweiten Mal durchspielen im Livestream werde ich das dann auf jeden Fall entdecken. Und in diesem Sinne fortfahren. Ab ins nächste Kapitel. 6. November. Cyberlife, die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Anonymitätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten Cyberlife um einen Kommentar. Krass, dass dieser Markus jetzt ein Undercover-Droide ist. Jericho. So, dann müssen wir mal gucken. Suche das Graffiti. Ja, das ist einfach nur, ich sag mal, ein Android, der in der Sonne steht, vor der Sonne steht. So merke ich mir das. Das ist das. Ice Cold Killer. Hinweis aktualisiert. Hey Mister, haben Sie etwas Kleingeld? Okay, nächstes Graffiti. Ich habe leider kein Kleingeld, Digi. Ich muss mal gucken, was man hier noch so machen kann. Einmal kurz gescannt. Können wir nichts machen, aber hier liegt noch was. Eine Zeitung, wie immer. Eine Zeitung. Wir sind ein richtiger Lesefuchs. Ja. So. Cyberlifes Wahrsagercomputer. Cyberlife hat einen neuen Quanten-Supercomputer enthüllt. Der Computer wurde entwickelt, um enorme Datenmengen aus diversen Quellen zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. Okay. Mit dem Computer soll es möglich sein, Massenvernichtungsereignisse wie Invasionen aggressiver Aliens oder globale Klimakatastrophen durch Meteore oder Superviren berechnen. Alter, krass. Das wäre gut, wenn es funktionieren würde, wenn es auch zuverlässig wäre. So, was haben wir noch für einen Artikel? Androiden-Astronaut erforscht IO. Okay. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten IO angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft viel über den Ursprung. Ja, ist natürlich geil. Die Androiden brauchen nichts zu essen, die brauchen keinen Sauerstoff. Voll geil. Naja. So. Jetzt suchen wir das nächste Graffiti. Wie sieht's denn aus? Faust. Da ist eine Faust. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Doch, wartet mal. Nee. Misch dich unter die Menschen. Kann ich mit dir reden? Hallo. Sie guckt nur blöd. Ja, stimmt, sieht ja jetzt keiner mehr, dass ich ein Android bin. Obwohl ich habe 2 verschiedene Augenfarben, das ist schon ganz schön auffällig, wenn ihr mich fragt. Ah, da ist das Graffiti, das ist der Boxer. Guck mal, das ist die Faust vom Boxer, habe ich doch gut erkannt. Können wir hier noch irgendwas machen? Wissen Sie, wo Jericho ist?
Tja. Nur geparkt, Diggi, nur geparkt. Außer Betrieb. Okay. Da. Rotes Rohr. Aber hier gibt es da bestimmt ein paar Sachen zum Angucken in der Stadt, oder nicht? Oh. Ich war schon drauf, als es grün wurde. Können wir nochmal kurz gucken. Okay, auch bei einem roten Haus. Geil, dass er einfach umdreht. Finde ich irgendwie cool gemacht. Hab die Hoffnung gehabt, man kann hier noch irgendwelche Interaktionen machen, aber geht nicht. Ah, gefunden. Gefunden. So, wo denn noch? Da. Über einem Roboter, Graffiti. Crazy, dass man hier so suchen muss, aber bis jetzt stelle ich mich gar nicht so dumm an, glaube ich. Frage ist, wo sind Roboter-Graffitis? Okay, hier sind wir falsch. Auf der anderen Seite, das sind ja keine Roboter, wa? Wo sind die Roboter? Ja, sorry, ich hab selber nichts. Wie sah das Haus aus? Oben rot, unten weiß. Polizei. Jetzt muss ich echt an der Ampel warten. Krass, oder? Bin ich blind? Ja, er bleibt einfach stehen. Lauf. Was am Zaun? Wird mir gerade geschrieben, welchen Zaun. Voll geil, dass das da auf dem Auto sitzt. Ich bin blind gerade, Leute. Hier ist ja falsch. Ah, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für die Hinweise.
Ey, wo ist denn da noch so ein Ding? Bin ich blind? Genau oben drüber, das hab ich. Sieht man das hier noch irgendwie besser? Boah, das wird ja immer schwerer. Warte, das ist hier irgendwo. Da oben. Das ist zu weit weg. Aber krass, es gibt nichts weiter zu entdecken und zu erkunden hier. Das finde ich krass. Bei so einer großen Stadt hätte man noch ein bisschen was machen können. Oh, drei Stück sogar. Finde einen Weg, um auf das Dach zu gelangen. Vor allem überhaupt nicht auffällig, ey. Verrückter Typ. Alter, Spider-Man wäre stolz auf uns. Jetzt will er es aber wissen. Ah, wartet mal. Hey, was soll ich denn jetzt hier machen? Wäre zu instabil. Ja, ich dachte eher da oben an die... Ah, an der Wand lang. Ja, genau so hätte ich es. Ich dachte eigentlich, der springt da ran, aber... Ja, nice. Haben wir das auch geschafft. So. Richtig Akrobat hier. Und da oben ist es schon. Eins. Zwei. Säule. Die Frage ist ja, woher hat er jetzt die... Woher hat er überhaupt die Hinweise? Okay, das finde ich aber geil.
Wäre zu hoch. Das finde ich mega gut gemacht auch. Das ist richtig cool. Zack und zack und bam und bumm. So, das war hier hinten irgendwo. Die Wand war doch kaputt. Okay, es kann aber... Wo ist denn hier eine gelbe Wand? Da ist die gelbe Wand. Aber wo ist da das Zeichen? Das ist definitiv der hier. Aber wo zum Teufel? Ach, hier ganz groß. Dreidimensional quasi. Okay, bei so einem Balken. Das ist hier. Ah, definitiv hier. Voll die Schnitzeljagd, Alter. Mann, da drückst du, lässt du nicht gedrückt und schon ist es kaputt. Ja, das war doch hier, oder? Komme ich jetzt überhaupt noch zurück? Haben wir jetzt eins ausgelassen? Ich glaube, wir haben eins ausgelassen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, guck mal. Boah! Alter, ich wollte den Sonnenuntergang zelebrieren und dann stürzt das zusammen. Guck mal, oh. Ihr wisst ja, ich mag diese Lens Flares, aber der sieht ein bisschen künstlich aus hier. Der sieht so... Aber schöner Sonnenuntergang. Tja, jetzt kommen wir da nicht rüber, würde ich sagen. Finde einen anderen Weg zum Schiff. Ja, ich habe schon einen gefunden. Weißt du, ich wollte mir die Sonne angucken. Bricht da alles ein. So. Über Schiff da rein. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Entweder ist es eine Falle. Vielleicht ist es auch so eine... Bewegung der Androiden, die gegen die Menschen sind. Das kann ich mir vorstellen. Aber es hieß ja immer, wir sollen uns nie vorschreiben lassen. Das haben wir ja versprochen. Wer wir zu sein haben. Sagt man das so? Macht das Sinn? Boah, voll die gute... Ich spiele jetzt noch, Leute. Das ist kein Film. Richtig geil, die Kamera an sich gerade. Rein ins Wasser, Digi, los. Wollte gerade sagen, kommt kein Wasser. Okay,
Bisschen gruselig hier. Taschenlampe. Schön hin und her shaken den Controller. Jetzt werden wir gleich angegriffen, hundertprozentig werden wir angegriffen. 5 Euro, dass wir angegriffen werden. Und ich mich erschrecke. Da läuft doch schon was, oder? Also ich gehe davon aus, hier ist eine Gegenbewegung. Androiden gegen Menschen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich... Oh, ich wusste es! Es war so laut! Ja, von wo kommt die denn? Die steht hier und wartet, oder was? Die Schweine. Hat sie nur gemacht, um mich zu erschrecken. Das Spiel auch ganz schön laut. Junge, Junge, Junge. Irgendwann sterbe ich nochmal an einem Herzinfarkt bei irgendeinem Videospiel, ich schwör's euch. Ein bisschen creepy gerade, könnte auch Resident Evil sein. What? Willkommen in Jericho. Ja, schöner Cliffhanger. Sehr schöner Cliffhanger, Leute. Aber immerhin 86% abgeschlossen, Leute. 86%. Ich guck mal kurz, wo hätten wir noch was machen können. Wir hätten noch was machen können. Okay, lesen. Wir haben irgendeine Zeitschrift haben wir nicht gefunden. Was haben wir noch nicht gefunden? Schilder folgen. Straße verlassen. Ja, hier wäre noch irgendwie eine Möglichkeit gewesen. Lücke überwinden. Was hätten wir denn noch machen können? Was hätten wir? Hä? Vom Dach aus? Keine Ahnung. Und dann richtigen Ausgang suchen. Hätten wir auch noch was anderes machen können. Ja, die drei Sachen. Aber sonst haben wir uns gut geschlagen. Geil, jetzt wissen wir immer noch nicht, was da ist. Und Leute, mir geht's wie euch. Das ist für euch auch ein Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Für mich ist jetzt auch mal ein Cliffhanger. Ich muss nämlich jetzt aufhören zu zocken. Ja, verdammt. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.